Du musst gehen und er muss laufen und du musst einen Pass vor ihm machen. Fußballtraining mit Sipan Ayub in Mainhausen. Der 29-jährige Syrer hat eine Fußballmannschaft gegründet und trainiert jetzt zweimal pro Woche eine Gruppe von Flüchtlingen. Fußball ist mein Hobby und ich liebe Fußball so viel. Deswegen habe ich überlegt, dass ich etwas zu aktiv tun sollte. Und dann habe ich diese Idee vorgestellt. Die Idee kam bei der TSG Mainflingen gut an. Seit 10 Monaten trainieren die 13 Spieler regelmäßig zusätzlich zu den anderen Mannschaften des Vereins. Dort hofft man, dass dieses Modell in ganz Hessen Schule macht. Das ist eigentlich von uns eigentlich auch ein Zeichen dahin, dass andere Vereine oder andere Ortschaften diese Möglichkeit sehen, wie man das machen kann und wie es wunderbar funktionieren kann, wenn man sich ein bisschen drum bemüht. Heute ist Sipan Ayub für sein Engagement vom hessischen Ministerpräsidenten als Mensch des Respekts in Wiesbaden ausgezeichnet worden. Sie haben Ihre Fähigkeiten in den Dienst anderer gestellt. Sie sind bei der Caritas dort gewesen und Sie haben sehr schnell sich ehrenamtlich, und darum geht's hier, um andere Flüchtlinge gekümmert. Auch der Darmstadt-Fan Jonathan Heimes wurde posthum für sein Engagement für krebskranke Kinder geehrt. Sein Vater Martin hat den Preis heute in Wiesbaden entgegengenommen. Einige hatten ja damals, als Jonathan gestorben war, gesagt, dann ist es vielleicht in 3-4 Monaten vergessen. Aber es ist fast eher das Gegenteil eingetreten. Also wir haben so viele Anfragen von kleinen Firmen, von großen Firmen, von Privatleuten, die alle gerne was machen möchten für uns. Und von daher auch jetzt so eine Auszeichnung bringt uns natürlich wieder auch Öffentlichkeitsarbeit. Sipan Ayub nimmt mit der Auszeichnung jetzt viel Elan für sein Engagement mit nach Mainhausen. Er will damit auch etwas zurückgeben. Als ich nach Deutschland kam, habe ich so viel Hilfe und Unterstützung erhalten, für die ich dankbar bin. Das hat es mir ermöglicht, mich hier schnell zu Hause angenommen und respektiert zu fühlen. Respekt, den will Sipan Ayub jetzt für seine Mannschaft auf dem Platz. Er ist dabei, seinen Trainerschein zu machen, damit sein Team richtig durchstarten kann.